Frau Abgeordnete Carmen Szymanek als Nächste. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Volksanwalt, sehr geehrte Herren Volksanwälte, Hohes Haus. Ja, die Volksanwaltschaft als Institution, wir haben es schon gehört, hat einen sehr hohen Stellenwert bei der Bevölkerung. Dahinter stehen die Volksanwälte und natürlich auch ihre Mitarbeiter, die mit sehr hoher Qualität und Kompetenz für unser Land arbeiten. Dies belegen auch die beiden bzw. drei Berichte. Herr Kollege Hell hat nur von zwei Berichten gesprochen. Dieses Mal hatten wir drei. Auch diesen Sonderbericht zu Vordamberg, den wir dann auch noch besprechen werden. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Auch ich möchte mich seitens meiner Fraktion recht herzlich bei der Volksanwaltschaft bedanken, auch bei ihren Mitarbeitern, denn diese Arbeit ist wirklich sehr hoch zu schätzen. Und ich möchte auch, und es sei mir an dieser Stelle erlaubt, auch anmerken, es würde mich sehr freuen, besonders als Vorsitzende des Ausschusses, des Volksanwaltschaftsausschusses, dass wir diese Themen einmal ein bisschen an prominenter Stelle diskutieren könnten, nicht so wie heute als letzte Tagesordnungspunkte am zweiten Plenartag. Also das wäre ein Wunsch von mir und ich glaube, das wäre auch, es wäre natürlich auch im Sinne der Volksanwälte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahlen hat Kollege Hell eigentlich schon bekannt gegeben. 17.231 Beschwerden über die öffentliche Verwaltung im Berichtsjahr 2015, ein leichter Rückgang, soll aber nicht heißen, dass die Beschwerden nicht dennoch wichtig waren, besonders im Bereich Inneres, Soziales und Justiz. Mit einem Erledigungsgrad von 84,8%, glaube ich, ist das eine beachtliche Leistung und die Mitarbeiter der Volksanwaltschaft haben hier hervorragende Arbeit gemacht. Besonders ist mir auch im Ohr, dass die Volksanwälte im Volksanwaltschaftsausschuss die gute Zusammenarbeit hier mit dem Parlament unterstrichen haben und natürlich auch weiterhin möchten, dass wir ihr die Anliegen und die Berichte aufnehmen und auch in Gesetze weiter mitarbeiten lassen. Vielen Dank auch an die Einladung, die Volksanwaltschaft zu besuchen. Wir werden der Sache gern nachkommen. Ich würde aber noch gerne zwei Bereiche kurz ansprechen, die mir besonders wichtig sind. Einmal geht es um das selbstbestimmte Leben im Alter und auch die Besuche der Kommission bundesweit in 105 Alten- und Pflegeheimen, die, glaube ich, sehr wichtig waren, weil man auch sieht, dass die Lebensrealität von alten und behinderten Menschen doch nicht immer optimal ist, besonders wenn man alte Menschen schon relativ früh ins Bett steckt, das mit Tabletten. Ich glaube, ist das nicht im Sinne besonderen lebenswerten älteren Leben, weil ich glaube, wir alle haben auch Anspruch darauf, dass wir, wenn wir etwas älter sind, in Würde auch in diesen Heimen zu leben. Aber ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig ist, sind diese ständigen Anpassversuche der Grünen im Volksanwaltsausschuss auf dem Herrn Dr. Fichtenbauer. Herr Dr. Zingel, ich schätze Sie wirklich sehr und ich halte Sie für einen sehr intelligenten Menschen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Sie alle Jahre wieder etwas haben. War es das letzte Mal die Bestellung des Kommissionsleiters? So ist es heuer die Unterstellung, dass der Dr. Fichtenbauer nicht unparteiisch sein Amt ausführt. Und die ewige Schleife, Dauerschleife wegen des Bestellmodus, die ist wirklich schon nicht mehr tragbar. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal erinnern, dass man mit der Volksanwaltschaft sehr gut zusammenarbeiten kann, auch wenn man nicht einen eigenen Volksanwalt in der Volksanwaltschaft hat. Ich kann nur erinnern, ich habe mit der ehemaligen Volksanwältin Stolschitz ein sehr gutes Einvernehmen gehabt. Wir haben uns ausgetauscht und diskutiert. Meines Erachtens geht es darum, wie man
damit mit solchen Dingen umgeht, ob man einen Beißreflex hat oder ob man konstruktiv miteinander arbeiten will. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie vielleicht auch ein bisschen konstruktiver werden. Wie ich eingangs schon gesagt habe, die Volksanwaltschaft und ihre Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit und das sollten wir wertschätzen und nicht schlecht reden. Danke.